weiter geht's. Also, wir wollen jetzt abnehmen bei dem Zwickel und deswegen stricken wir jetzt erstmal bis 3 Maschen vor Ende der ersten Nadel rechts. Also ganz normal rechte Maschen stricken, bis ihr auf der Nadel noch 3 Stück übrig habt. So, da bin ich jetzt angekommen. Ich habe nur noch 3 Maschen übrig auf der Nadel und die nächsten beiden Maschen stricken wir einfach rechts zusammen und die letzte stricke ich einfach rechts. Bei der nächsten Nadel, das ist jetzt Nadel 2, die Nadel 2 und 3 wird einfach ganz normal rechts gestrickt, also unsere Maschen, die wir da drauf haben, einfach alle rechts abstricken. Die nächste Nadel auch. Und Nadel 4 stricken wir wieder eine Abnahme. Das heißt, die erste wollen wir ganz normal rechts stricken und die nächsten beiden stricken wir rechts überzogen zusammen. Dazu, wie beim Rechtsstricken, einfach in die Masche einstechen und runterheben, die nächste Masche rechts stricken und die wir runtergehoben haben, mit der linken Nadel über die, die wir rechts gestrickt haben, drüber heben. Und die restlichen werden rechts gestrickt. Dann haben wir diese Runde beendet und wir werden diese Abnahmen bei der ersten und vierten Nadel immer nur in jeder zweiten Runde machen, bis wir die Anfangsmaschenzahl, also bei mir jetzt 16 pro Nadel, wieder zurück haben, nachdem wir da jetzt zu viel hatten, wieder reduziert hatten, also bis wir wieder diese Ausgangszahl haben. Also jetzt erstmal rechte Maschen stricken auf jeder Nadel und dann kommt wieder eine Abnahmerunde. So, ich habe jetzt einmal drum herum gestrickt und jetzt kommt wieder die Abnahmerunde. Dazu wieder bis zu den letzten 3 rechts stricken. Hoppla. Dann einfach 2 Maschen, also die 2 vorletzten zusammenstricken von rechts. Die letzte einfach rechts stricken. Nadel 2 und 3 wieder ganz normal rechts stricken. Und dann bei der vierten Nadel kommt gleich wieder die nächste Abnahme. Die mache ich auch nochmal mit euch zusammen. So, die nächste Nadel hatte ich jetzt auch. Nadel 3 ganz normal rechts gestrickt. Und jetzt kommt Nadel 4, wo wir wieder eine Abnahme machen wollen. Dazu strickt ihr die erste ganz normal rechts. Hebt dann wie zum Rechtsstricken die nächste Masche ab, strickt die nächste rechts und hebt dann die abgehobene Masche über die gestrickte drüber und die restlichen Maschen wieder ganz normal rechts abstricken. Und diese Abnahmerunde wiederholt ihr jetzt alle 2 Runden, also in jeder zweiten Runde ist die Abnahmerunde, bis ihr die Ausgangsanzahl der Maschen, die ihr ganz am Anfang auf den Nadeln hattet, jeweils wiederhergestellt habt. So, und wenn ihr eure Maschen reduziert habt auf die Ausgangszahl, also bei mir die 16 pro Nadel, dann könnt ihr euren Fuß stricken auf jeder Nadel. 16 Maschen und wir gucken dann in unsere schlaue Sockentabelle und da sind wir jetzt, hier haben wir die Maschen aufgenommen, die 16 und dann ist hier die Fußlänge und das sind bei meiner Größe 21 cm bis zur Spitze. Das bedeutet,
Ihr strickt dann eure 21 cm und könnt dann mit der Spitze anfangen abzunehmen. Und bei mir haut das immer auch hin, wenn das vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haut es nicht bei jedem hin von den Zehen her. Bei mir klappt das immer ganz gut, wenn ich den mal anprobiere, so wie er ist, mit Nadeln dran lassen und mal reinschlüpfen. Da muss der den kleinen Zeh überdecken. Also das ist bei mir auch immer so eine Maßeinheit. Aber ansonsten, ich halte mich jetzt hier auch an die 21 cm, aber das kommt bei mir auch genau hin mit dem kleinen Zeh. Habe ich schon probiert. Und da müsst ihr dann mit dem Lineal das Ganze ausmessen. Also ab jetzt einfach 16 Maschen pro Nadel stricken, wie am Anfang auch bei unserem Schaft. So, und das habe ich parallel schon mit meiner anderen Socke vorbereitet. Aber ich glaube, mir fehlen da noch ein paar Reihen. Das messen wir jetzt gleich mal aus. Also, hier ist die Ferse. Hier ist mein Bündchen. Dann legt ihr euch das schön flach hin. Dann könnt ihr das Ganze ausmessen. Und ich fange immer hier bei der Spitze an. Ja, 19 cm habe ich jetzt. Also fehlen mir noch 2 cm und dann kann ich mit der Spitze anfangen. Also einfach immer weiter rechts stricken, bis ihr eure Länge erreicht habt. Richtet euch da ruhig nach der Sockentabelle. Das ist ein ganz schöner Leitfaden dafür.